So, okay, genug mit dem lustigen Spiel. Jetzt, Uli, geht es nämlich zur Sache. Alright. Zum einen mal grundsätzlich, bevor wir noch auf die Bison-Themen gehen, würde ich ganz von dir wissen, in der letzten Wochen war das Thema Krypto nicht wirklich spaßig. Also allein... Ging es mir nicht gut, ging es dir nicht gut. Also ich bin seit 2017 investiert, habe immer schön nachgekauft, wenn es runtergegangen ist. Da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was ich in den letzten Wochen getan habe. Aber auch hier keine Beratung, keine Empfehlung, das muss keiner nachmachen. Aber mal so emotional, wie waren die letzten Wochen für dich? Ja, spannend. Nee, ich glaube, jeder, der halt, ich weiß nicht, wer von euch alles im Crypto-Space drin ist und wie lange ihr da schon drin seid, was wir letzte Woche gesehen haben, ist jetzt nichts Untypisches. Allerdings haben wir jetzt ja mittlerweile auch, wie viel, 640.000 aktive Nutzer. Und die kommen natürlich auch jetzt nicht alle schon seit 4 Jahren, haben wir die, sondern die kommen so Stück für Stück rein. Und wenn ich jetzt irgendwie vor 4 Wochen mein Konto bei uns aufgemacht habe und irgendwie auf diesen Kaufknopf gedrückt hätte und dann irgendwie Bitcoin, Ethereum oder sonst irgendwas gekauft habe und sehe dann, dass es irgendwie jetzt 30-40% weniger wert ist, das ist schon mal ein Schock, weil ich glaube, solche Volatilitäten kennt man halt aus dem Wertpapiermarkt nicht in dem Ausmaß, wenn man... In der Zeit, am Jahresbasis, ja. Genau, innerhalb von 1-2 Tagen, ja, das ist schon was Außergewöhnliches und dementsprechend natürlich geht es mir da auch nicht so toll, weil du weißt ja nicht, wie weit ist die Entwicklung, die Korrektur nach unten. Wir haben jetzt nur... Für euch, also letztes Jahr war ja ein Riesen-Hype-Jahr für Kryptowährungen 2021. Wir hatten, glaube ich, Höchststände von 55.000 Euro im Bitcoin. Und der ist dann aber, und da spricht irgendwie keiner drüber mehr großartig, dann letztes Jahr auch mal kurz auf 25.000 Euro runtergecrashed. Also es ist nicht unnormal, dass du diese Volatilitäten hast. Ich glaube, nur dieses Mal war der Auslöser im Vergleich zum Jahr davor ein anderer. Und die ganze Situation... Im Markt ist ein Tick eine andere und deswegen war ich auch nicht so ganz entspannt bei dem Einbruch, weil letztes Jahr ist einfach klar gewesen, das ist so ein Hype, so ein Run, so ein FOMO, ich weiß nicht, wer von euch FOMO kennt, Fear of Missing Out, also jeder, der denkt, das Shirt von Richie ist so geil, ich brauche unbedingt auch eins, rennt zu ihm und versucht, ihn vom Leib zu reißen. Oh, nee, bitte, das ja. Nee, aber Fear of Missing Out, ich komme zu spät, bald ist es aber 100.000 und ich schaffe es nicht mehr rechtzeitig rein. Und das hatten wir halt letztes Jahr enorm. Wir hatten teilweise Zeiten, deswegen gab es auch echt für uns Probleme. Leute, die die App nutzen wollten, kamen gar nicht rein, weil wir innerhalb von 2 Wochen über 90.000 Anfragen an Kunden hatten. Also jeder wollte in Krypto rein. Und dementsprechend ist natürlich so, ist die Idee, warum man da rein will, jetzt wirklich, weil man sich in der Tiefe mit Kryptowährungen hingesetzt hat, analysiert hat, warum man das kaufen möchte, dann wage ich zu bezweifeln, dass das bei jedem der Fall war. Die wollten einfach nur halt auch mit dabei sein. Schnell, ist auch klar. Tu's. Aber ganz kurz, weil sonst, ich habe nämlich ganz viele Fragen. Ja, okay. Wenn ich jetzt überlege, pro Frage brauchst du so lang? Ja, ich versuche immer so lang zu reden, dass du die blöden Fragen stellen kannst. Das von früher über die nachfolgenden Sendungen verspäten sich um ca. 2,5 Stunden. Nee, aber ich mach's kurz fertig, ganz schnell. Also, letztes Jahr Bubblebildung, kam der Einbruch, dann ging es aber auch wieder hoch. Wir hatten jetzt ein paar Monate, wo es recht, sage ich mal, unvolatil war für Kryptoverhältnisse. So Tendenz, schräg laufender Markt, um die 35.000, 40.000 Euro rum. Und jetzt kam halt diese Zinswende. Ne? Und mit der Zinswende kam jetzt zum ersten Mal auch die Überraschung, oh, da sind sehr viele institutionelle Investoren in Krypto. Deswegen übrigens auch ein sehr enger Zusammenhang mit Tech-Aktien, also institutionelle Investoren, die recht kurzfristige, schnelle Renditen erzielen wollen, gehen hauptsächlich in Tech-Aktien, weil diese da viel, sag ich mal, Opportunity haben, da Rendite zu machen. Und Krypto ist eben ähnlich, deswegen die hohe Korrelation. Dann kamen die schlechten Zahlen aus China, dann kam die Ukraine-Krise mit der ganzen, oder Krieg mit der ganzen Thematik, wie schaut es mit der Energie und den Energiekosten aus, die sind ja relevant für den Crypto-Space, fürs Mining und für die ganze Technik. Und ich glaube, das alles hat halt dazu geführt, dass diese institutionellen Investoren gesagt haben, Mensch, wir fahren jetzt seit 2-3 Jahren richtig viel Risiko, jetzt haben wir mal die Chance, zumindest Teile unseres Portfolios wieder ein bisschen risikoneutraler aufzustellen und schichten einfach um. So, und wenn so ein paar große institutionelle Investoren halt mal sagen, wir schichten jetzt Teile unseres Portfolios um, dann sind es halt nicht irgendwie 2-3 Millionen, sondern dann reden wir da im mehreren Milliardenbereich und dann siehst du diese Bewegungen. So. Und dann kam ja noch das wunderschöne Thema. Da wollen wir drauf zu sprechen kommen. Als letzte, alles schon bekannt, Krieg, ja, Zinsängste, ja, wobei man sagen muss, sobald angesprochen wird, dass Zinsen sich erhöhen werden, reagiert der Markt drauf und alles, was schon bekannt ist, kann eigentlich den Markt nicht mehr schocken. Was aber halt als Schock reinkam,
war das Thema Terra Luna, das war das Thema Stablecoins, die über Algorithmen theoretisch immer an den Dollar gebunden sein sollten oder auch nicht. Und wenn man da mal sieht, wie schnell sich da der Markt, wie schnell sich der Coin vom Dollar entkoppelt hat, ja, aber auch wie schnell das zugrunde liegende Ökosystem einfach pulverisiert wurde. Ich glaube, das war ja auch ein Punkt, wo man sagen, da ist viel Vertrauen verloren gegangen im Kryptomarkt. Ja, definitiv. Und deswegen war ich jetzt die letzten Tage nicht ganz so entspannt, was jetzt den Rück- oder den Kurssturz anging, weil über die letzten paar Monate, 12, 18 Monate, ist ein neuer Bereich hochgekommen aus dem Krypto-Umfeld, Decentralized Finance. Da gibt es ganz neue Möglichkeiten, wie man Geschäftsmodelle aufsetzen kann. Und aus dem Umfeld kommt eben auch der Zusammenhang da mit diesem Stablecoin Terra, US-Dollar Terra. Willst du es erklären oder soll ich es erklären? Was passiert ist? Du bist der Erklärbär. Also grundsätzlich muss man halt sagen, man konnte dort Luna, die Einheit in dieser Coin, verbrennen, zerstören und konnte sie tauschen gegen Dollar. Und man konnte genauso auch sagen, ich zerstöre diese Dollar-Einheiten und gehe dann wieder zurück auf Luna. Und hier muss man sagen, gab es gewisse Attacken auf dieses System, dass die Coins, ich sage, extrem stark beansprucht wurden und einfach dieser Konsensmechanismus, diese Einheitlichkeit nicht mehr funktioniert hat. Und wenn so ein Stein einmal ins Rollen gerät, muss man halt sagen, dass dann irgendwann das Vertrauen so stark eingeschränkt ist, dass dann viele halt sagen, es funktioniert nicht. Und dann wirft man das Ding halt, obwohl es eigentlich einen Dollar wert haben sollte, auch mal bei 10, bei 20 Cent auf dem Markt. Und dann kollabiert das ganze System extrem. Genau, also das war jetzt die technischere Erklärung, ganz simpel ökonomisch, könnt ihr es euch so vorstellen. Ich habe zwei Währungen und immer wenn, was die gemacht haben von der Idee ist total super, ich habe einen Algorithmus, der immer dann, wenn die Währung aufwertet, ja, also Mehrwert wird im Vergleich zum Dollar, dann reduziere ich die Geldmenge, dass ich wieder zurückkomme und andersrum, wenn meine Währung abwertet, dann muss ich gucken, dass ich davon zurück... Da muss ich die Geldmenge erhöhen und muss da mehr auf den Markt bringen, damit ich wieder diese Gleichheit habe. Das haben früher übrigens auch alle Notenbanken so gemacht, irgendwie italienische Lira zum Markt damals. Das ist eigentlich Standard. Und das haben die algorithmisch nachgebildet. Eigentlich total schlau und von der Idee her super. Das Problem ist halt, diese Technologie und die Leute, die dahinter sind, sind sehr schlau und haben auch echt noble Ideen. Aber es ist halt nicht immer bis in die Perfektion ausgereizt und ausgereift vor allem auch. Und in dem Fall hat man halt einfach auch noch einen anderen Faktor gehabt. Das war ein richtiger Angriff auf die Währung, wie damals beispielsweise das britische Pfund, der Soros, der damals gegen das britische Pfund gewettet hat. Und du kannst sagen, das war eine harte Marktmanipulation, die davor jemand eingegangen ist. Er hat per Short-Position auf genau diesen Effekt gesetzt und hat damit richtig viel Geld verdient, was eigentlich im traditionellen Finanzumfeld so eigentlich nicht funktionieren würde. Und wenn es passieren würde, würde man die Leute zur Rechenschaft ziehen können, anklagen können und dann entsprechend auch nach den Gesetzen verurteilen. Deswegen, das war es angesprochen, wo wir nachher gleich darauf eingehen werden, braucht man mehr Regulierung im Kryptomarkt? Das ist eine Frage, die ich gleich stellen werde, weil viele, die sich ursprünglich mit Kryptos beschäftigt haben, die früh angefangen haben, die so die alten, sag ich mal, Bitcoin-Fanatiker sind schon beinahe, das sind natürlich ganz klar der Meinung, wir brauchen keine Regulierung, es muss unabhängig sein, es muss komplett anonym sein und wir werden gleich mal das Thema eingehen, Anonymität, dann kann ich auch anonym solche Aktionen fahren. Und um vielleicht das große Geld wieder, das Vertrauen von dem großen Geld zu bekommen, brauchen wir doch vielleicht noch eine gewisse Regulierung. Und jeder muss sich ja die Frage stellen, was ist mir persönlich wichtig? Eine Assetklasse, die vielleicht sogar unkorreliert mit dem Aktienmarkt irgendwann funktionieren wird, die auch eine relativ schöne Performance vielleicht hat, die aber eine gewisse Regulierung voraussetzt. Oder ein deregulierter Markt mit Coins, die halt solchen Schwankungen unterlegen sind und vielleicht auch nie wieder auf die Beine kommen. Kommen wir gleich dazu. Du hast aber gerade schon einen Satz gesagt mit guten Vorsätzen. Ich habe im letzten Video, gute Ideen, gute Vorsätze, Verzeihung. So. Im letzten Video hast du schon gemeint, im nächsten Jahr, in der ersten Jahreshälfte, werden neue Coins kommen. Da vorne haben zumindest einen, der es gerne von dir wissen möchte. Vielleicht möchtest du dem Herrn erklären, die erste Jahreshälfte ist nicht mehr lang. Also vielleicht für alle anderen, Bison-Fragen sind ganz gemein, weil ich den Uli schon mal geärgert habe. Die erste Aussage war nämlich, Bison kommt im Herbst. Und da hat sie irgendwie rausgeredet, ja, aber nicht der kalendarische, sondern der... Was hast du denn auch irgendein anderes Thema zur Sprache gebracht? Also Herbst endet am 21. Dezember. Und es kam noch rechtzeitig, aber halt nicht definitiv. Das ist übrigens das Erste, wenn du googelst, ist Ende des Herbst, 21. Dezember. Gut, dann erklär doch mal, wann deine erste Jahreshälfte zu Ende geht. Wir haben es aber trotzdem nicht hingekriegt.
Also meine erste Jahreshälfte geht zu Ende, genauso wie bei allen anderen, in dem Fall am 30.06. Und noch sieht es ganz gut aus, dass wir das halten. Cardano, Solana, Polkadot soll da kommen. Vielleicht wird es ein, zwei Wochen später, ich kann es dir bis ins kleinste Detail nicht sagen, bei diesen technischen Themen ist halt tatsächlich, wer von euch kennt Ethereum? Hand hoch. Wer von euch weiß, dass Ethereum von Proof of Work auf Proof of Stake umschaltet? Wann wurde es angekündigt? 19, glaube ich, erst einmal. So, also Guys, deswegen... Ich bin hier schon mittendrin. Es ist halt zwei Sachen. Das sind sehr viele technische Prozesse. Wir stellen diese App den Kunden zur Verfügung mit dem Serviceversprechen und dem Trust und der Marke Börse Stuttgart. Das heißt, das Ding, das muss stehen. Ja? Ich kann mir so ein Terra Luna nicht erlauben. Ja, also einmal schon. Aber wenn du der Shortseller gewesen bist, wärst du... Nee, das ist, also was für uns wichtig ist, seid ihr als Kunde, dass ihr ein gutes Produkt, ein super funktionierendes Produkt, wo Vertrauen drin ist, dass das auch wirklich hält. Und das bedeutet wiederum, dass wir halt sehr viel testen müssen, dass wir sehr viel aufbauen müssen. Und was jetzt diese ganzen Währungen betrifft, wir haben im letzten Jahr, das hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, recht viel Energie reingesteckt in das technische Setup im Hintergrund, dass wir sehr schnell ab Sommer neue auftretende Coins reinbringen können. Es werden auch mehr als diese drei kommen, keine Sorge. Und es wird dann hoffentlich auch nicht drei Jahre dauern, sondern echt zügig gehen. Also fürs Ende des Jahres, bis zum Ende des Jahres sind schon einige weitere Batches. Also wir gehen immer in so Batches vor, die wir dann rausbringen werden. Und wir haben uns aber eben mehr auf dieses Setup dahinter fokussiert, dass wenn jetzt der nächste Shiba Inu Coin kommen sollte, den alle haben wollen, dann ist für mich nach wie vor die Frage, würden wir es anbieten? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Braucht man jede heiße Scheiße, wo man schon erkennt, irgendwie erlauben wir uns vorzuschreiben? Ich frage einfach mal rum. Was würdet ihr sagen, wenn alle irgend so eine... Meme-Coin? Wird es ausgestrahlt? Doch nicht, wir können es halt bieten. Okay, Shitcoin dann irgendwie auf den Markt bringen und wir würden die anbieten. Also ich kann da nichts dafür. Ich weiß auch nicht, was hinter Bitcoin steckt. Also technisch natürlich schon, aber man weiß halt nicht, was da alles damit verbunden ist. Du meinst, wirkt das seriös, wenn wir was machen würden? Ja, also ihr würdet es alle wollen, wir würden das anbieten. So, und dann geht das Ding gen Süden. Einfach schon, weil dahinter steht ja nichts. Es gibt viele Protokolle, hinter denen stehen ja super spannende Ideen, neue Geschäftsmodelle. Ethereum öffnet, ja, das ist im Prinzip wie die Revolution vom Internet damals, es ist bei Ethereum so ähnlich mit dem Smart Contracting, da kannst du halt so viel damit machen. Aber bei irgendeinem Hund auf dem... Da steht der Twitter-Account von Elon Musk dahinter, das war es dann auch vielleicht. Ja, und dann frage ich mich halt, sollten wir das tun? Ja, nein, selbst wenn alles wollen. Ich weiß nicht, manchmal muss man auch Entscheidungen treffen, die, ich glaube, für uns schwieriger sind. Alle wollen es trotzdem haben, aber wir machen es halt nicht aus bestimmten Gründen. So. Aber wenn man ganz gemein wäre, müsste man sagen, uns doch egal, wir wollen Geld verdienen. Aber ich bin ja auch bei dir, dass man sagen kann, gewissen Dinge, ja, können wir es uns erlauben, ja oder nein, das Ganze für andere Personen auszugrauen, indem es für uns nicht handelbar ist. Aber bevor wir das Thema angehen, überbrief ich ganz kurz mit einem kleinen Witz, nein, Quatsch, Schatz beiseite. Es ist ja auffällig, wenn du jetzt hier von Cardano, von Polkadot und von Solana sprichst. Da haben wir ja zumindest drei Coins, die für viele, ja, kein Proof of Work, sondern Proof of Stake, ist zumindest mal ökologisch nicht ganz so versaut, wie für viele eben das Thema Bitcoin wäre, noch Ethereum. Weil die haben ja auch gesagt, 2022, jetzt aber wirklich, da schaffen wir den Umstieg. Bin gespannt. Für wann ist es jetzt? Für August oder ja, was? Aber das ist ja auch quasi... Ja, so wie Herbst. Genau. Die nächste Frage ist aber, das sind ja drei Coins, wo ganz klar auch Staking nicht nur als Proof-of-Stake-Konzept dahinter steckt, sondern auch natürlich als Anleger eine Möglichkeit gibt. Plötzlich mal ein Kritikpunkt, der im Kryptomarkt immer da ist, das bringt ja keine laufenden Erträge. Die Möglichkeit wäre damit dann ja da. Also ich persönlich stake jetzt zum Beispiel keine Beratung, keine Empfehlung über mein Ledger, wo ich ganz klar meine Polkadot Solana dahinter lege, wo ich schön laufende Erträge kriege. Ist das was, wo dann irgendwann, und das weiß ich wirklich selber noch nicht, bei Bison auch dann irgendwann reinkommt? Oder ist das was, wo du sagst, ja, das kommt im nächsten Herbst ohne Jahreszahl? Oder wie weit ist das Thema bei Bison gediegen? Auch ich lerne. Gerade bei diesen Angaben von Zeiten werde ich keine Aussage mehr treffen. Ja, nein. Ich sage es mal so. Sportlich ausgedrückt würde ich sagen,
wir schauen uns da an, was auf dem Spielfeld passiert und wärmen uns an der Seitenlinie mal auf. Ist es dann lediglich Staking oder auch Landing? Also Staking ist ja, man hinterlegt Coins und kann damit den Verlauf der Coin eben dementsprechend stärken, weil man den Konsensmechanismus unterstützt und dafür kriegt man nicht Rechenleistung und Strom, sondern man hinterlegt eben die Coins und kriegt dafür einen laufenden Ertrag. Bei Solana kann das so bis zu 8% im Jahr sein, Polkadot 13-14%. Es gibt dann noch Landing, da wird man eigentlich Kryptowährung verleihen. Ist beides für euch oder für uns ein Thema, wo man auf Seitenlinie stehen und zugucken oder sagt ihr entweder oder? Also ich finde beides sehr spannend. Parallel ist immer schwierig. Ja. Also eins nach dem anderen. Pudding an die Wand zu nageln, von Ihnen Aussage zu kriegen. Danke. Ja, was fändest du denn interessanter? Für mich persönlich, sind auch keine Wertungsseite, ist Landing weniger interessant als Staking, ehrlich gesagt. Weil ich mit Staking das Gefühl habe, ich stärke das Netzwerk dazu. Ich habe für mich, klar, auch über Landing kann man Smart Contract Verträge relativ viel Sicherheit reinbringen, aber ich glaube, mit Staking kann man mehr für das Netzwerk tun. Das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß auch, dass bei einigen großen Coins, wie Polkadot zum Beispiel, selbst die Telekom schon dabei ist und Staking anbietet als Unternehmen selber, als Validator und sowas, finde ich ziemlich interessant. Und ich glaube, auch die Jungs werden sich schon mit dem Thema gut beschäftigt haben, wenn sie sowas in Angriff nehmen. Ja, also ich glaube, insgesamt das Thema Staking wird auch vor allem dann von vielen institutionelleren Marktteilnehmern spannend sein. Müsst ihr euch so vorstellen, wenn ich ein großes Investmentportfolio habe, versuche ich ja über Diversifikation alle möglichen Assetklassen abzudecken. Und mit Staking habe ich eine neue Assetklasse, die in meiner Risikomatrix komplett unkorreliert ist mit allen anderen Risiken. Wie bei allen anderen Investments halt immer nicht alle Eier in einen Korb, oder wie war das? Ja, passt. Genau, und da ist halt auch so, dann habe ich halt eine weitere Möglichkeit, kann weiter diversifizieren und das ist halt ein spannender Punkt und ich glaube auch deswegen wird es insgesamt für den Markt ein sehr spannendes Letzter Thema Punkt werden. Letzter Punkt dazu, ich bin gespannt, ab wann bei der Sparkasse eben anstatt im Sparbüchle für 0,02% Oma Lisa irgendwie ein Staking-Coin mit 10% verkauft wird und ich sage, yeah, super. Ich meine, das gleiche Risiko muss man ganz klar sehen, wenn ich eine türkische Staatsanleihe kaufe mit 20% Zins, muss mir halt klar sein, die Zinsen werden halt in türkischen Lira ausgezahlt und das jedes Jahr Risiko und zur Fälligkeit kriege ich halt das Ganze auch in türkischen Lira ausgezahlt und auch das muss natürlich bei Staking berücksichtigen. Die Zinssätze, wenn ich jetzt sage bis zu 14%, klingt erstmal toll, aber allein Polkadot ist jetzt vor kurzem auch wieder von, ich glaube, 18 Euro auf 9 Euro gefallen. Das muss man auch noch verstehen und dann kann man mit dem Risiko vielleicht umgehen. Wobei das Risiko eben nicht ein Ausfallrisiko ist. Sondern du hast andere Risiken, du hast technische Risiken drin, du hast Slashing oder sowas, ist eben dann ein Problem. Die Coins beim Staken bleiben ja bei dir. Das ist wichtiger, dass man selber noch den Schlüssel in der Hand hält oder hoffentlich einen vertrauensvollen Verwahrer, der das für einen tut und man eben nicht Angst haben muss, dass jemand mit diesen Coins abhaut. Okay, aber jetzt kommen wir zum nächsten Thema, das nichts mit Abhauen zu tun hat, sondern eher mit Stillstand vielleicht ein bisschen. Das Thema Regulierung. Wir haben ja gerade in letzter Zeit ganz, ganz viel Proof of Work darf in Europa doch, ja, nein, doch, vielleicht doch nicht gemacht werden mit Energieverbrauch. Dann haben wir das Thema Hosted, Unhosted Wallets an sich. Ganz kurze Erklärung, heißt es einfach, ich habe gerade vom Ledger gesprochen, das ist ein kleiner USB-Stick, wo ich, bevor ich darauf zugreifen kann, noch ein paar Geheimzahlen eingeben muss. Und darauf befindet sich, nein, nicht mein Bitcoin, sondern meine öffentliche und meine privaten Schlüssel. Und mit diesem öffentlichen, privaten Schlüssel, der verschlüsselt darauf ist, kann ich beweisen, dass mir gewisse Bitcoins im Netzwerk gehören. Also wichtig, auf so einer Wallet liegen niemals die Coins, die liegen immer in der Blockchain, aber ich habe einen Zugriff darauf. Und jetzt ist es die Frage, ist ja gerade am Überlegen, ob man zum Beispiel EU-weit unhosted, also eine Wallet, wie ich daheim habe, wo kein Ausweis dahinter steht, der nicht legitimiert ist, ein bisschen aus dem Zahlungsverkehr herausdrücken möchte und nur noch Hosted Wallets nutzen möchte oder einsetzen lassen möchte. Hosted Wallets hieß zum Beispiel für Bison ja eigentlich ein Vorteil, weil Bison bietet ja Art Hosted Wallets an. Also ist grundsätzlich die Regulierung was, wo du sagen musst, ja, juhu, endlich, dann müssen alle Coins bei uns bleiben. Also es ist ein Riesenthema, was du jetzt angeschnitten hast, von bis. Also und um es vielleicht kurzer und einfacher zu beantworten, Regulierung ist für uns alle enorm wichtig. Warum? Weil sie führt dazu, dass ein Rechtsrahmen geschaffen wird, in dem ich agieren kann. Für wen ist das relevant? Insbesondere für Institutionen wie uns jetzt. Also wenn ich halt weiß, in dem Rahmen kann ich mich bewegen, diese Regeln muss ich einhalten. Keiner von uns hat Lust, ins Gefängnis zu gehen oder angeklagt zu werden. Wir wollen Produkte und Services bauen, die nachhaltig sind, die einen Mehrwert für den Kunde bieten. Und dafür ist Regulierung super.
Wann wird Regulierung kritisch, wenn sie in die Richtung Verbote geht? Und das hatten wir jetzt die letzten Wochen, gerade diese Energiedebatte. Das ist halt sehr anstrengend, auf welcher Argumentationsbasis hier politische Meinungen ausgetauscht werden. Denn oftmals sind diejenigen, die da wirklich Entscheidungen treffen müssen, überhaupt nicht informiert. Die wissen nicht, wie das alles funktioniert, und die kennen auch die Hintergründe nicht. Lass mich nur kurz auf diese Energiethematik eingehen. Bitcoin hat einen enorm hohen Energieverbrauch. Ja, irgendwie wie Norwegen oder irgendwie. Aber immerhin, Netflix, Amazon Prime und Disney Plus zusammen verbrauchen mehr Strom als das Bitcoin-Mining aktuell. Ja, aber jeder will halt Filme gucken. Bringt halt irgendwas, ja. Die meisten sagen, ja, aber ich brauche doch lieber meine Videos zu wegbingen anstatt Bitcoin. Ja? Was wenig berichtet wird oder fast gar nicht berichtet wird, ist auch einfach nur mal interessant für euch zum Nachdenken. Energieverbrauch und CO2-Ausstoß sind zwei unterschiedliche Dinge. So. Ich kann nämlich Energie über regenerative Quellen herstellen, über Sonne, Wind, Wasser. Und das wird gerade im Mining-Bereich halt auch oft in Europa gemacht. Warum? Weil billigster Strom. Günstig ist. Wir lesen nachts tendenziell recht wenig, das Licht ist aus. Die Kinder gehen auch nicht in den Kindergarten oder in die Schule. Und die meisten von uns schlafen tatsächlich nachts. Und da habe ich halt einfach trotzdem, fließt das Wasser weiter, der Wind weht, ja, ich habe einfach einen Energieüberschuss. Und das ist dann relativ günstige Energie, die wiederum dann eingesetzt wird, um das Mining zu betreiben. Da gibt es auch Studien von der University of Cambridge dazu. Da wird auch ganz klar nachgewiesen, dass dieser Anteil an regenerativem Mining Jahr über Jahr zunimmt, immer mehr wird, weil es eben eine recht günstige Quelle ist, an Energie zu kommen. So, und warum ist es so energieintensiv? Weil beispielsweise bei Proof of Work, also beim Bitcoin, da musst du also um den Konsensus auf der Blockchain herzustellen, ist ein gewisser Algorithmus hinterlegt. Den haben die fest vorgegeben und der beinhaltet sozusagen eine Komponente, dass diese Blöcke, wenn sie gemeint werden, ein Rätsel dafür gelöst werden muss. Und dieses Rätsel ist relativ aufwendig für einen Computer zu erraten. So, und jetzt kommt der Witz, und das ist so ein bisschen auch das Problem an Bitcoin, wofür es übrigens technisch auch schon Weiterentwicklungen gibt. Je mehr Leute da mitmachen, umso komplizierter macht dieser Algorithmus dieses Rätsel. Aber das ist auch absichtlich, damit ich einer sagen kann, ich habe 51% Rechenleistung, weil am Schluss wird abgestimmt, wer hat Recht. Und wenn jetzt Uli sagt, ich hole mir ganz viele Rechner und habe die größte Rechenleistung im Netzwerk, ich habe über 51% Rechenleistung, am Schluss wird immer abgestimmt, wer hat jetzt Recht gehabt. Dann könnte er mit 51% Rechenleistung, was hochdemokratisch ist, immer sagen, ich habe Recht. Wir haben festgestellt, wenn ich ganz kurz übernehmen darf, als in China plötzlich mal das Mining-Verbot war, weil in China war die Aussage, ja, aber wir wollen jetzt unsere CO2-Bilanz besser machen. Shenzhen, wo die meisten Miner standen, haben nachweislich mit Wasserkraft gemeint. Also die Aussage war nachweislich falsch. Dann ging erstmal die Rechenleistung im Netzwerk rapide nach unten. Und ganz kurz danach ist auch die Schwierigkeit des Rätsels geringer geworden. Also dieses Netzwerk lebt mit. Und je mehr Rechenleistung ins Netzwerk reinkommt, je schwieriger werden die Rätsel. Und vielleicht ein wichtiger Punkt, was man häufig gerne übersieht, Bitcoin ist zum Teil nur deswegen so viel wert, weil so viel Energie reingesteckt wird. Denn durch die Energie ist einfach die Unangreifbarkeit dieser Informationen gesichert. Man weiß eben ganz genau, die Daten können nicht irgendwie nachträglich abgeändert werden, weil um diese Blockchain aufzubrechen, bräuchte man so viel Rechenleistung, wie auf der ganzen Welt vorhanden ist, für ein Jahr. Da hätte ich aber eine ein Jahr alte Information geändert. Das wird sofort auffallen, weil alle 10 Minuten neue Daten geschrieben werden. Deswegen war mal die Aussage, dass Ethereum, die zweitgrößte Maschine, die es gerade gibt, von diesem Prozess langsam übergehen zu diesem Staking-Prozess. Genau, und das ist auch die technische, es gibt zwei technische Lösungen aktuell dafür. Bei Bitcoin ist es das Lightning-Netzwerk. Im Prinzip machst du da so ein Parallelnetzwerk auf dem du Transaktionen permanent austauschen kannst, ohne dass sie auf die Blockchain geschrieben werden. Und im Prinzip, es ist ganz rudimentär und to be honest, du kannst es besser erklären wahrscheinlich. Ich bin auf dem richtigen Weg, ich korrigiere einfach von der Seite. Wenn diese Transaktionen, sag ich mal, durch sind, die du da machen möchtest, dann schreibst du im Prinzip nur das Residuum, das Residualergebnis als Ende in die Blockchain rein. Das heißt, du kannst ganz viele weitere Transaktionen laufen lassen, die im Energieaufwand überhaupt viel geringer sind. Sonst wäre El Salvador als Zahlungsmittel Bitcoin überhaupt nicht möglich, weil es einfach für einen Kaffee zu zahlen, müsste ich sonst 10 Minuten warten und damit sicher ist, muss man nochmal 2 weitere Blöcke warten. 30 Minuten warten, da ist der Kaffee so kalt, da hat keiner mehr Lust drauf. Aber ich würde sagen,
Bevor wir jetzt noch weiter in die Regulierung ausgehen, allein das hätte wahrscheinlich den ganzen Tag, weil wir dann auf diese Wallet-Geschichten kommen, würde ich noch ein bisschen auf die Fragen, die immer wieder aus dem Publikum auch eingehen, mal ein paar mitbringen, oder die ich mitgebracht habe. Ist natürlich zum einen das Thema Sicherheit, du hast ja schon angesprochen, extrem wichtiges Thema für Bison. Ich höre immer wieder mal, ja, aber dieses per SMS irgendwie sich authentifizieren, ist auch nicht mehr ganz das Modernste. Scheinbar gibt es schon die Möglichkeit, dass man SMS sogar abfangen kann und dann wäre theoretisch auch die Bison-App angreifbar. Deswegen habe ich schon häufiger auch bei Veranstaltungen gehört, wie sieht es denn aus, gibt es nicht die Möglichkeit, eine andere Art von Zwei-Faktor-Authentifizierung, Google-Authentificator oder irgendwas, irgendwo mit einzuplanen? Ja, also ist auch schon eingeplant, nur am Ende ist so, du hast nur zwei Hände, wir wachsen zwar, ich meine, wir haben angefangen damals mit einem Team von irgendwie 12 Leuten, mittlerweile sind wir über 125, wir bauen auch kontinuierlich weitere Leute auf, aber das Thema ist schon auf dieser Produktentwicklungs-Roadmap allerdings von der Priorisierung her recht weit hinten, weil andere Themen von den Kunden viel stärker nachgefragt werden. Und auf der anderen Seite ist, du hast ein extrem hohes Maß an Sicherheit. Mhm. Ja, also natürlich, du kannst immer noch besser, schneller, weiter, höher sein, aber so wie es jetzt ist, ist schon sehr gut aufgebaut und wir werden irgendwann Google Authenticator oder andere Dinger mit reinpacken, aber glaubt mir, ihr wollt wahrscheinlich eher andere Sachen zuerst haben. Die beispielsweise einen Stop-Loss, der innerhalb der nächsten 4 Wochen auch kommt. Hast du gerade 4 Wochen gesagt? Ich glaube. Hm. 2 Wochen? Vielleicht noch ganz kurz mal einen Blick zur Konkurrenz. Mit Binance haben wir jetzt einen ganz großen Player, wir waren ja diese Woche auch in Hamburg oben. Der Chef CZ, wie spricht man am besten auf? CZ, JC, CZ, also auf jeden Fall, der Chef von Binance hat gemeint, sie wollen sich jetzt auch darum bemühen, dass sie in Deutschland eine Verwahrlizenz, eine Lizenz bekommen. Mhm. Ist das, was wir sagen, wir haben da schon einen ziemlich großen Player, der hier als Konkurrent auftritt und Binance ist ja schon, die haben lange Zeit ein Problem gehabt, dass sie keine Euro-Überweisung annehmen durften, weil sie halt Verwahr- und lizenztechnisch Probleme hatten. Seht ihr da ein bisschen das Ganze als Problem für Bison auch? Also erstmal finde ich es für uns ein wahnsinnig tolles Signal, denn wenn keiner das machen würde, was wir machen, wären wir entweder Monopolist und könnten mit dem Helikopter wegfliegen. Oder das lohnt sich einfach nicht. Oder keiner interessiert sich dafür. Und das Zweitere ist tendenziell wahrscheinlicher. Und deswegen bin ich froh. Also das ist, der Markt ist so jung, die Technologie ist am Anfang. Und dementsprechend ist es halt so, dass wir jetzt erst in die Phase reinkommen. Der Markt dehnt sich nach wie vor aus. Wir sprechen nicht von einem Kuchen, der da ist und jeder beißt sich ein Stück weg und er wird immer kleiner, sondern der wächst jedes Jahr weiter. Es kommen jedes Jahr neue Ideen, neue Leute, neue Firmen, neue Produkte hinzu. Und insofern bin ich da erstmal happy, dass wir als Börse Stuttgart auf dem richtigen Weg in diesem Wachstumsfeld sind und haben damals eben anscheinend die richtigen Entscheidungen getroffen. So, aber jetzt, natürlich ist es für uns auch ein Wettbewerber, klar. Und ich würde jetzt auch sagen, das Produkt ist sehr interessant. Allerdings, es gibt ja auch nicht nur eine Automarke, denn der eine hätte es gern schneller, tiefer gelegt, der andere gern höher SUV-mäßig. Warum? Ich zum Beispiel bin viel zu groß für so einen schnittigen Sportwagen. Dich in dem Smart zu sehen, das ist schade. Ich hatte meinen Smart, das war echt gut. Knie an den Ohren. Aber und das ist deswegen, so wie es halt irgendwie Leute gibt, die vielleicht größer oder älter sind, die sich eher was höhergelegtes, SUV-mäßiges haben kaufen wollen, ist es im Crypto-Space halt auch so. Also ich glaube, wir haben für unsere Kundschaft, für unsere Zielgruppe ein sehr gutes Angebot geschaffen, das aus Deutschland kommt, auf Deutsch ist, sicher von einem regulierten Finanzdienstleister in Deutschland, die Server sind in Deutschland, das Geld, die Coins, ist alles hier. Selbst wenn Binance diese Lizenz hier hat, I don't know, wo die das wirklich verwahren. Ja? Also du hast halt die Lizenz, dass du den Service anbieten kannst, aber wie es im Maschinenraum aussieht, das weiß ich halt auch nicht. Ich sage jetzt nicht, dass das schlechter ist bei denen, aber es ist halt anders. So. Und ich glaube, das muss jeder auch für sich, wir haben diese Einfachheit drin, teilweise wenn ich mir andere Anbieter anschaue, auch ein großer Blauer, ja, ich finde es halt einfach super komplex, da gibt es auch Staking, da habe ich mal drauf gedrückt, jetzt suche ich das wieder, das ist nicht mehr da, das ist weg. Und die Texte sind zum Teil auf Deutsch, zum Teil auf Englisch. Okay, jetzt für uns Schwäbisch Natives kein Problem, aber es ist... wenn ich einen deutschen Text lese und dann kommt auf einmal ein englischer drunter, so die Sinnhaftigkeit ist... Die Frage ist, wenn Sie da schon manchmal wissen, stammt, egal. Aber ein anderer Punkt, was vor einigen Tagen von Bison ja bekannt gegeben wurde, dass wir uns ja auch ein bisschen indirekt
in den europäischen Bereich expandieren, dass man sagen, wir haben uns auch einen Partner gesucht. Was ich auch interessant finde, ich weiß nicht, ob es jemand mitbekommen hat, groß, wer ist denn hier FlatEx-Kunde vielleicht? Haben wir FlatEx De Giro? Willst du Ihnen mitteilen, was Sie tun können? Ja, also wir sind gestern mit der Ankündigung rausgegangen, wir gehen eine Partnerschaft mit Bison und FlatEx De Giro ein, erstmal in Deutschland und Österreich, das heißt ab September können alle FlatEx-Kunden in, jetzt habe ich schon wieder Herbst gesagt, wir machen ganz viel im Herbst, ja, können alle FlatEx De Giro Kunden Kryptos über Bison handeln, integriert in der im Angebot von FlatEx De Giro. Und es sind in Europa, glaube ich, über 2 oder 3 Millionen Menschen. Das heißt, es ist für uns natürlich super spannend. Es ist auch für uns alle super spannend, denn viel mehr Leute werden Zugang zu Kryptowährungen bekommen. Also nicht nur Binance kommt zu uns, sondern wir gehen auch ein bisschen nach draußen. Genau. Und zur Internationalisierung, ich glaube, das nächste Land, in das wir gehen, ist Italien. Ist schon offiziell? Ja, also ich habe es einfach heute mal gesagt. Okay, so schnell geht es. Keiner hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, ganz wichtig, aber wir gehen trotzdem nach Italien mit. Genau. Bitcoin, mit Bison. Ja. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, zwei Dinge. Also mir wurde gesagt, ich kann hier verkunden, wer kennt denn die Bison-Pullis? Kann das jemand lesen? Ja, da steht Pulli-Frage nicht. Jetzt steht da, ich hätte euch fragen können, ob ihr die Pullis total cool findet. Aber jetzt wird mir gerade auf so einem kleinen Zettel, wo ich nicht lesen kann, gezeigt, nee, Pulli nicht. Dann machen wir es einfach doch. Nein. Also, ich würde sagen, wie machen wir das am besten? Wir machen ein Rennen draus. Derjenige, nein, der, es gibt nur Umfälle oder irgendwas. Nee, derjenige, der sich am ersten die Bison-App runtergeladen hat und das jetzt hier zeigen kann, der kriegt einen Pulli. Oder jeder, der zumindest kurz, also in den nächsten, passt mal auf, wir machen Folgendes. Ihr schickt in den nächsten 15 Minuten eine Mail an support@bison.de. mit einem Screenshot von eurem Bison-Konto, also nicht, was drin ist, dass ihr eingeloggt seid, und mit eurer Adresse, und ihr kriegt dann einen Bison-Pulli. Mit der Größe natürlich dazu. Also das bricht wahrscheinlich der Bison-Server, aber mehr immer schaffen sie. Also support@bison.de, ein Screenshot von eurer App, dass ihr Kunde seid bereits, aber nicht im Spielgeldmodus, da muss schon auch ein bisschen Euro dahinter liegen. Also ein bisschen was wollen wir ja haben. Und dann schreibt einfach eure Postadresse, die Größe vom Pulli. Jetzt kommt gleich die Frage, wie fallen die aus? Was trägst du? XS? Also in den letzten 2 Jahren sind sie geschrumpft bei mir. Genau, ich kenne das Problem. Also ich glaube, die fallen halt aus, wie Pullis so ausfallen. Halt so. Entschuldigung, du musst es größer schreiben, das kann doch kein Mensch lesen. Alles gut. So, und jetzt will ich noch sagen, am Schluss, wir haben noch ein bisschen Zeit, wenn es jetzt noch Fragen zu Bison, irgendwie zu Krypto ein bisschen gibt, dann haben wir jetzt noch ein paar Minuten. Mir wird nur gesagt, Uli muss hart auf hart raus. Also wir haben jetzt noch Zeit für 2, 3 Fragen auf jeden Fall. Ja. Bist du laut genug? Probier. Ich komme her. Also ich bin ein bisschen verwundert, wie viel Zinsen man kriegen kann für dieses Tabletop-Geld. Ja, weil wenn man kennt oder was anderes. Ja. Weil ich habe gesagt, wie funktioniert das? Weil es kommt die Waren. Also das ist eine gute Frage, für euch im Grunde ist ganz bisschen. Ja. Also ich frage mal gerade, wir haben es ja gerade von diesem Stablecoin gehabt, der auf der Terra Luna Blockchain gelaufen ist. Dort wurden einem bis zu 20% Zinsen angeboten. Also persönlich, ich weiß nicht, wie die das hinbekommen. Es ist eine Lending-Art, also man verleiht da irgendwie Geld. Und viele behaupten halt, haben halt gedacht, es ist ja gleich gut wie US-Dollar. Und viele haben dieses System halt als ein US-Dollar-Geldmarktkonto mit 20% Zinsen gesehen. Ich weiß nicht, wie sie es hinkriegen. Ich kann halt nur eins sagen. Egal, ob wir jetzt von Kryptowelt sprechen oder vom Aktienmarkt oder. Wenn ich irgendwo was höre, das heißt, auf Dollarbasis 20% sicher, tagtäglich verfügbar, dann sollten jedem klar sein, dass es kein Geldmarktkonto ist. In Amerika kriegt man für die kurzfristigen Anlagen, wenn man dann 0,5% kriegt, ist das viel. Also einfach nur mal für alle, wir sind dann in einem hochriskanten Bereich unterwegs und leider haben wir viele Leute das benutzt als eine sichere Geldanlage, eine Parkmöglichkeit. Das ist nicht der Fall. Es wurde über eine Art Lending gemacht, das heißt, es wurden diese Coins verliehen und der andere hat es bekommen und konnte es als Dollar irgendwo einsetzen. Da wurde 20% gegeben. Warum aber jemand 20% Zinsen zahlen muss, da können uns alle klar sein, wie gut vielleicht dann dort eventuell die Liquidität oder die Bonitätsfrage war. Also ich weiß nicht genau, wie es funktioniert hat. Ich würde nur sagen, Vorsicht bitte bei solchen
horrenden Zinsen, die als Zins angeboten werden. Anders wäre es bei Staking. Ich sage, bei Polkadot ist es gerade 14%. Das Netzwerk ist noch relativ jung. Cardano sind wir nur noch bei 5%. Auch bei Ethereum waren wir vor eineinhalb Jahren bei knapp 6%. Da sind wir jetzt nur noch bei 4,5%. Also je breiter, je stabiler es wird, je sicherer das Ganze wird, je weniger kriegt man auch dafür. Also das ist halt einfach klar so. Erklär das vielleicht ganz kurz. Im Staking-Zusammenhang ist es so, die Coins, die du dann hast, die stellst du dem Netzwerk zur Verfügung, damit mit diesen Coins sozusagen der Algorithmus arbeiten kann. Und dadurch, dass du die zur Verfügung stellst, passiert dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eben, dass du einen Staking-Reward bekommst. Und dadurch, dass du diese Coins eben dem Netzwerk zur Verfügung gestellt hast. Einem, anstatt Rechenleistung und Strom hat man halt Coins hinterlegt und damit wird es invalidiert. Genau. So, das war die erste. Dann haben wir noch drei. Da und da. Sorry. Ist der Bitcoin für euch eher eine Anlage wie eine Aktie oder eher eine Währung? Also mal wiederholen ganz kurz. Ist die Frage war, ob Bitcoin eher Aktie oder Währung ist. Ja, also auch da, it depends. Ich würde sagen, für uns in Europa, in Amerika, in Japan, in Ländern, in denen du stabile Währungssysteme hast, ist es eine Assetklasse, die du zur Anlage nutzen kannst. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren hier mit Bitcoin unsere Brezeln zahlen. Das kannst du jetzt schon, also es gibt ja schon Anbieter. Aber die Frage ist halt, an einem Tag kostet die Brezel 1 Euro, am nächsten Tag kostet sie 2 oder 1,50, am nächsten Tag ist sie irgendwie nur 90 Cent. Also diese Volatilität ist für uns bei diesem stabilen Währungssystem, das wir haben, eher hinderlich für ein tatsächliches Tauschmittel. Gehst du in andere Länder und Jurisdiktionen, beispielsweise du hast El Salvador genannt. El Salvador hat letztes Jahr Bitcoin als Tender, als Währung sozusagen eingeführt und du kannst dort bei McDonald's und sonst wo mit Bitcoin bezahlen. Warum? Weil die Währung des Staates selber so inflationär und instabil ist, dass es eben besser ist, mit Bitcoin da bezahlen zu können. Auch innerhalb von kürzester Zeit gab es da über 2,5 Millionen Wallets, wo du dann eben bezahlen kannst, aber nur 500.000 Menschen in El Salvador haben überhaupt ein Bankkonto. Also da hast du auch noch einen anderen Effekt. Zugang überhaupt zu Tauschmitteln und Geld zu haben, ist auch was anderes. Und gerade letzte oder vorletzte Woche war das, glaube ich, trifft sich der El Salvadorianische Präsident mit 43 weiteren Staaten, die alle aus Gegenden kommen, Mittel-, Südamerika, Afrika, Zentralafrika, um sozusagen die Lerneffekte aus der Einführung von Bitcoin als Währung in den Ländern zu teilen, weil die Länder sich das eben auch überlegen, wie man das umsetzen kann. Also, it depends. Ich glaube, jetzt haben wir da hinten noch eine Frage gehabt. Das war vorher jemand anders, aber na gut, dann doch du. Ich habe ja auch noch gesehen. Noch zwei, noch letzte zwei Fragen, dann sind wir durch. Einmal. Also, das ist eine super Frage, dass ihr alle gehört haben, dieser Crash da von diesem Stablecoin und der Foundation dahinter und also Luna, der Währung und diesem Stablecoin, zu was für Auswirkungen führt das? Und das ist ja genau, als ich anfangs gesagt habe, ich bin mir dieses Mal so ein bisschen unsicherer als letztes Jahr, genau aus den Gründen. Da ist jetzt viel Unsicherheit in dieser Decentralized Finance Bereich, der ja sehr neu und aufstrebend ist. Der ist jetzt schon so in den Mittelpunkt der Kritik und auch in Blickpunkt so von Marktmanipulation, ja. Regulatorik etc. pp. Was fehlt da alles und was kann man damit für Schindluder treiben? Also reingeraten und was du sagst, Investoren sind definitiv zurückhaltender. Ich glaube auch, dass das die nächsten paar Monate wahrscheinlich so anhalten wird. Was wir jetzt aber, das war so ein Kombinationseffekt. Ich glaube, Terra Luna alleine wäre ein Event gewesen. In Kombination mit dieser Zinswende und dem Abfluss von viel Kapital über die institutionellen Investoren, die aber nicht aus dem Grund raus sind, sondern einfach, weil sie aufgrund der Zinsoptionen umschichten, hat halt dazu geführt, dass das jetzt noch stärker in den Mittelpunkt rückt. Was ich glaube, in der Zukunft werden wir immer wieder solche Sachen in dieser noch jungen Technologie sehen. Die werden hoffentlich, und das ist tatsächlich meine Hoffnung, aber
so einen starken Effekt nicht haben. Denn was wir jetzt sehen, sind andere institutionelle Investoren wie Fondsgesellschaften, die haben die letzten Monate, fast schon Jahre, sich damit beschäftigt, wie können sie in diesen Crypto-Space rein. Und auch da gibt es wieder, wir sind in Deutschland gar nicht so, so hinten dran. Bei Regulierung zum Beispiel sind wir auch echt nach vorne gerichtet und mitdenken, muss man ganz offen sagen. Letztes Jahr gab es ein Gesetz, dass Fonds, Fondsgesellschaften bis zu 20% in Kryptoassets investieren können, ja, also bestimmte Fonds. Ja. Und diese Gesellschaften, die entscheiden nicht heute, morgen möchte ich Krypto machen. Jeder, der von euch vielleicht in der Finanzbranche arbeitet, weiß, dass Entscheidungsthemen nicht von heute auf morgen passieren. Das sind Tage, nichts, das sind eher Monate, vielleicht sogar manchmal Jahre. Und ich glaube nicht, dass die jetzt einfach von heute auf morgen sagen, das machen wir jetzt nicht mehr, weil das ist ja Katastrophe. Also, und dafür, glaube ich, war auch Terra Luna jetzt nicht zu groß. War nicht too big to fail, ja. Definitiv. Ja. Letzte Frage. Wie angesprochen, es kommt darauf an, auf welcher Position es betrachtet ist. Für viele ist auch Bitcoin, wenn wir Bitcoin behalten, auch als Wertspeicher interessant, weil viele halt sagen, ich habe sehr viele Parallelen zwischen Bitcoin und Gold. Bist du morgen auch noch da, zufälligerweise? Wenn ich komme dazu, weil ich habe morgen, ich habe zwei Blogger da. Nee, das ist leider nicht hier, sondern auf der Blogger-Lounge. Ich habe nämlich morgen den Blog-Trainer Roman, das ist so der Hardcore-Bitcoin-Purist, für den ist Bitcoin fast alles, der wird es auch essen, wenn es ging. Und ich habe dann parallel dazu den Luis Patzos, der sehr stark auf Einkommensdividendentitel auf Gold setzt. Und die zwei habe ich dann im Talk und lasse die mal gegeneinander angehen, dass sie sich genau mal die Köpfe einschlagen, ob Bitcoin als Wertaufbewahrungsspeicher geeignet ist. Und ich glaube, das ist für viele auch, gerade bei uns in unseren Gegenden, die halt gut abgesichert sind mit ihrer eigenen Hauswährung, Euro zum Beispiel, die natürlich dann sagen, dann ist es für mich ein Wertaufbewahrungsmittel oder auch eine Möglichkeit, gegen die extreme Fiat-Geldausweitung mich irgendwie zu wehren. Und das ist für viele auch noch ein Punkt, wo man sagen kann, das ist auch toll, das lohnt sich auch. So, mir wurde aber gesagt, du musst pünktlichst gehen. Eine Minute, gut, haben wir geschafft. Wurde mir auch gesagt. Ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken. Ich finde es mega cool, dass so viele Leute gekommen sind. Wenn ihr Bock auf unsere Produkte habt, Bison App, Börse Stuttgart Digital Exchange, Börse Stuttgart in Summe, tolle Firma, tolle Leute und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sehr geil, danke.